Wenn man auf der Analytica 2014 die Chromatographen sieht und nicht genau weiß, was sich dahinter für eine Technik verbirgt, wie kann ich beim Stand eines Experten erläutert bekommen, vielleicht in bildhafter Sprache, was ein Chromatograph ist und noch viel wichtiger, wie er funktioniert? Am besten lässt sich die Chromatographie-Bilder folgendermaßen vergleichen. Man stelle sich eine Gruppe von Leuten vor, die eine Bootstour mit Kanus unternimmt. Und entlang des zu befahrenen Flusses befinden sich unterschiedliche Geschäfte oder auch Wirtshäuser. Und je nach ihren Vorlieben verbringen die Leute, die am Ufer anlegen mit ihren Kanus, unterschiedlich lange Zeit in diesen Wirtshäusern und Schuhgeschäften. Und wenn sie dann wieder einsteigen in die Kanus, kommen sie zu einer imaginären Ziellinie zu unterschiedlichen Zeiten und somit getrennt wieder an. Damit wird dann erreicht, dass die Vereinzelung der Partikel oder der Moleküle möglich wird? Ja, die Chromatographie beschreibt eigentlich ein Verfahren zur Trennung von Substanzen. Das können Farbstoffe sein, daher kommt auch der Name Chromatographie, Farbentrennen. Aber es kann auch für chemische Substanzen oder Pharmawirkstoffe angewendet werden. Was sind dann die dazu passenden Produkte und Dienstleistungen hier bei der Atoll? Wir Atoll verstehen uns als ein Hersteller von Chromatographie-Säulen, die dem Kunden die Anwendung erleichtert, indem wir das mühselige Säulenpacken dem Kunden abnehmen und somit ein Produkt, was direkt unmittelbar eingesetzt werden kann, in der Forschung und Entwicklung der Pharmafirmen geliefert wird. Ja, hier die verschiedensten Säulendimensionen, die wir vorgepackt in die Entwicklungslabors der Pharmaindustrie liefern. Was ist so mühselig am Säulenpacken? Ja, das Säulenbacken an sich ist eine durchaus komplexere Angelegenheit, weil Kornbänder von Partikeln möglichst homogen in eine zylindrische Geometrie gepackt werden müssen. Ist das komplex in der Handhabung oder von dem Ursprungsstoff? Ist das maschinell machbar? Sind das Handarbeiten? Es ist durchaus maschinell machbar. Es gibt aber derzeit so viele verschiedene Basismaterialien und auch Produkte verschiedenster Hersteller, dass es doch noch eine manuelle und Know-how-behaftete Arbeitsvorgang ist. Damit ist die Atoll am Markt einzigartig oder gibt es sogar ein komplett alleinstellendes Produkt? Wir als Atoll GmbH sind weltweit mit diesem Konzept einzigartig vertreten und Monopolist auf dem Markt der Robocalm-Technologie.